Thema Bildung, gemeinsames Anpacken. Wie wichtig ist das hier in Baden-Württemberg? Ja, das ist in Baden-Württemberg brüllend wichtig, weil da unten sitzt Andi Stoch, der ehemalige Kultusminister, der jetzige Fraktionsvorsitzende. Herzlich willkommen, Andi. Und der kann natürlich ein Lied davon singen, wie notwendig das ist, wie marode unsere Schulen sind. Am Montag hat die Schule angefangen und da muss Geld reingesteckt werden. Wir haben nichts davon, wenn wir dieser Generation einen schuldenfreien Staat hinterlassen und aber einen Haufen Schulden in Form von nicht getätigten Investitionen. Um das geht's. Herr Monatsende bezahlt, haben nicht wissen, wann die nächste Steigerung kommt, die Sie in die finanzielle Enge treiben. Wir wollen mit einer verschärften Mietpreisbremse diesem Mietwucher ein Ende setzen. Das wird blockiert, aber wir werden uns durchsetzen. In unserem Land stehen zwei Leute, Kollege, Kollegin, am Band nebeneinander. Der eine hat einen Tariflohn, der andere ist Leiharbeiter. Die kriegen für dieselbe Arbeit unterschiedliche Bezahlung. Ich finde, das ist eine Schande. Wir wollten das abbauen, das wird von der Union blockiert. Ich sage Ihnen klar, das werden wir ändern nach der Bundestagswahl am 24. September. Wir waren und wir sind, und dafür kämpfe ich in. Hör mal, Kollege, wenn gute Argumente Glückssache sind, dann bist du von der Pechsträhne verfolgt. Das war wirklich so. Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, für einen Rechtsanspruch. Das ist insbesondere ein Problem, das über 90% der Betroffenen sind Frauen, ein Problem, das Frauen betrifft. Das sind Frauen, die gehen aus dem Beruf raus, weil sie erziehen müssen, eine gewisse Zeit lang, weil sie pflegen müssen. Und die wollen anschließend wieder in den Beruf zurück, können aber nicht, weil es ihnen nicht gestattet wird. Obwohl viele von ihnen es müssten, aus finanziellen Gründen. Und unter denen die Alleinerziehenden in besonderer Art und Weise betroffen sind. Und die werden zusätzlich übrigens noch bestraft. Die gehen aus dem Job raus in Teilzeit, kriegen dadurch eine Einkommensminderung, können nicht mehr zurück, um an ihr altes Gehalt ranzukommen. Und dann werden sie, weil sie erzogen haben, weil sie gepflegt haben, bei der Rente anschließend auch noch bestraft, weil natürlich der niedrigere Lohn am Ende auch zu niedrigerer Rente führt. Diese Frauen, die doch eine riesige Leistung erbringen, werden doppelt bestraft. Deshalb wollen wir einen Rechtsanspruch auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit. Nur dieser Rechtsanspruch wird blockiert. Das Gesetz liegt vor. Andrea Nahles hat das Gesetz vorgelegt. Es wird blockiert von einer Frau. Von Frau Angela Merkel durch eine sehr persönliche Entscheidung. Sie hat in einem Koalitionsgespräch mit mir gesagt, nein, das mache ich nicht. Und deshalb sage ich hier, ja, ich mache das wohl. Nach dem 24. September gibt es den Rechtsanspruch. Wir wollen uns mit den Gerechtigkeitslücken in diesem Lande nicht abfinden. Wir können mehr. Ihr alle habt es doch schon mal erlebt, die Zwei-Klassen-Medizin in diesem Land. Du sitzt im Wartezimmer, da kommt einer später rein, kommt aber früher dran, weil er die richtige Karte hat. Mann, oh Mann, der Rechtsanspruch auf medizinale Versorgung darf sich nicht nach der Krankenkasse richten, sondern der steht jedem Bürger gleichermaßen zu, egal wie er versichert ist. Deshalb werden wir die Bürgerversicherung in diesem Land einführen, bevor es passiert war. Und dann überlegt nochmal, dass die Belgier, die Niederländer, die Luxemburger, die Franzosen 1950, da war der Krieg 5 Jahre zu Ende, sagen, die Deutschen sollen erhobenen Hauptes in die demokratische Völkerfamilie aufgenommen werden. Was für ein Geschenk. Kein Regierungschef irgendeines Landes.
kein Regierungschef irgendeines Landes in Europa hat mehr die Pflicht, für dieses Europa einzutreten, weil ich das in meinem Herzen habe. Ist Europa für mich nicht irgendetwas? Ich habe das gerade gesagt, ich habe mein ganzes politisches Leben dieser Idee verschrieben. Und deshalb habe ich das gemacht, weil ich denke, dass niemand mehr als die Deutschen von Europa profitiert haben, politisch wie wirtschaftlich. Deshalb hat auch kein Land mehr Verpflichtung, dieses Europa zusammenzuhalten, sich für Europa einzusetzen. Kein Regierungschef in Europa mehr die Pflicht als ein deutscher Bundeskanzler. Deshalb sage ich euch hier in Böblingen, es geht nicht nur um die Garantie, dass wir Lohnungleichheit abschaffen. Das garantiere ich, wenn ich eine Mehrheit dafür bekomme. Es geht nicht nur darum, dass wir die Renten sichern, damit Jung und Alt noch eine auskömmliche Rente haben. Dafür, das ist mein Versprechen, wenn wir die nächste Regierung anführen, wird das gemacht. Es geht nicht nur um Gerechtigkeit in diesem Land durch Bildungsinitiativen, durch eine nationale Bildungsallianz. Das verspreche ich. Und diese Punkte sind nicht verhandelbar. Aber es ist ein vierter Punkt für mich nicht verhandelbar. Eine starke, eine vertiefte Kooperation, Zusammenarbeit der Völker in Europa über die Grenzen hinweg muss deutsche Staatsräson sein. Das ist für mich nicht verhandelbar. Wir dürfen uns nicht auseinandertreiben lassen, nicht innerhalb unseres Landes durch die Ungerechtigkeit, nicht durch die Hetzer, die die Bevölkerung gegeneinander aufhetzen wollen. Übrigens auch nicht von Leuten, die von außen uns aufhetzen wollen, gegeneinander aufbringen wollen, wie der Herr Erdogan in Ankara. Ich will an die türkeistämmigen Kolleginnen und Kollegen und Mitbürgerinnen und Mitbürger eins sagen, die brauchen keinen Erdogan in Ankara, der ihnen empfiehlt, was sie wählen sollen. Die Menschen, die türkische Wurzeln haben in unserem Land, leben Menschen. Wir müssen mal aufhören, darüber zu reden. Das sind doch Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, wie alle anderen auch. Und deshalb sollte Erdogan sich nicht in unseren Wahlkampf einmischen. Also, was für ein Quatsch, da gibt er da Wahlempfehlungen ab. Die SPD ist ein Feind der Türkei. Feinde der Türkei, das sind Leute, die in der Türkei die Demokratie abbauen, die Journalistinnen und Journalisten in den Knast setzen, weil die Major Jobber, das sind Feinde der Türkei. Und deshalb, das hat mich am meisten aufgeregt, der Dennis Yücel, der sitzt jetzt 206 oder 207 Tage lang im Knast. Die Mesale Tolu, das sind Journalisten wie die Kollegen, die da stehen. Ja, die reisen auch ständig hinter mir her, da. Also ich kenne ja eine ganze Reihe von denen. Und absolute Pflicht, das zu garantieren und zu schützen, eine freie Presse, freie Medien, sind ein elementarer Baustein einer jeden Demokratie. Wenn ich die Kommentare von denen morgens lese, also habe ich auch den Kaffee manchmal schon auf, bevor ich ihn getrunken habe, das ist völlig klar. Aber mein Gott nochmal, das ist das Recht, die Pflicht der Medien, den Mächtigen, auf die Finger zu schauen oder denen, die die Macht haben wollen. Und deshalb ist das so schlimm, wenn Journalisten verfolgt werden. Aber am meisten aufgeregt hat mich der Fall dieses jungen Peter Steutner. Ein junger Aktivist von Amnesty International, dessen einziges Verbrechen darin besteht, dass er nach Istanbul geflogen ist, an einem Workshop teilgenommen hat über Menschenrechte. Den haben die aus dem Verkehr gezogen. Der sitzt da jetzt seit Wochen im Knast. Lieber Erdogan, misch dich nicht in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland, dann mach was anderes. Lass die unschuldig inhaftierten Leute endlich frei. Und zwar jetzt. September eine Wahl zwischen einer Kanzlerin, die jede Debatte vermeidet, die auch ein zweites Duell vermeidet. Sie will nichts sagen. Es gibt eine Wahl zwischen Angela Merkel, einer Kanzlerin, die jede Debatte vermeidet, und einem Kandidaten, der euch sagt, was er will. Der 24. September ist eine Entscheidung darüber, ob Jung und Alt in diesem Land sicher sein können, auch noch in Zukunft eine auskömmliche Rente zu haben, die Würde im Alter eine Staatsaufgabe ist. Das ist eine
Entscheidung darüber, ob Frauen endlich in dieser Gesellschaft gleichberechtigt sind und den Frauen endlich Gerechtigkeit widerfährt. Denn bei den meisten Ungerechtigkeiten und insbesondere bei der Armut im Alter sind es die Frauen, die betroffen sind. Und das muss geändert werden in diesem Jahr. Es ist eine Entscheidung darüber, ob in diesem Land die gleichen Bildungschancen herrschen. Eine Entscheidung darüber, ob wir in die Bildung und in die Kita und in die Schulen und in die Universitäten, in den sozialen geförderten Wohnungsbau investieren, übrigens auch in den studentischen Wohnungsbau, in den Universitätsstädten. Da verbringen unsere Studierenden manchmal mehr Zeit, damit sich eine Bude zu suchen, als auf der Universität zu sein. Es ist eine Entscheidung darüber, ob wir mehr Gerechtigkeit schaffen, dort oder das 2%-Ziel der NATO anstreben. 25 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr mehr für die Rüstung. Wir geben heute 36 Milliarden für die Bundeswehr aus. Angela Merkel will 25 bis 30 Milliarden mehr für die Rüstung. Da sagen hier die Leute, damit, wo ist denn der Unterschied zwischen Merkel und mir? Der Unterschied zwischen Merkel und mir ist der. Ich will unsere Bundeswehr anständig ausrüsten, ja. Aber ich will nicht unser Land mit 25 bis 30 Milliarden aufrüsten mehr. Das ist ein Unterschied. Zukunft unseres Landes. Es lohnt sich, zur Wahl zu gehen. Sagt, dass ihr hier wart. Erzählt weiter, was ihr gehört habt. Ob ihr zustimmt oder nicht, aber reanimiert die Debatte in diesem Lande. Diese Schlafwagenpolitik, über nichts zu diskutieren. Mann, ich bin auch an der Grenze meiner Belastbarkeit. Ich muss immer meine Position vortragen und die von der Merkel noch mit, damit die Leute, das geht nicht, die muss in ihre Position selbst vertreten. Erzählt das. Belebt die Debatte in diesem Land wieder. Diese Schlafwagenpolitik schadet der Demokratie. Man muss nicht einer Meinung sein. Und wir sind nicht einer Meinung. Aber in einer fairen, offenen Diskussion miteinander, im Austausch der Argumente, dann haben die Wählerinnen und Wähler eine Wahl. Dann können sie auswählen. Ich hoffe, dass die Mehrheit für unsere Argumente ist. Und wenn sie nicht dafür ist, na gut, dann ist sie eben nicht dafür. Aber dass darüber diskutiert wird, das ist in der Demokratie extrem wichtig. Deshalb ist diese Verweigerungshaltung von Angela Merkel, dann ist ja nicht eher eine Hinterbänklerin, sondern die Regierungschefin dieses Landes. Deshalb ist diese Verweigerungshaltung so gefährlich. Und deshalb ist diese Missachtung des Anspruchs der Wählerinnen und Wähler darauf zu wissen, wohin will die Regierungschefin dieses Land führen. Deshalb ist diese Missachtung dieses Anspruchs so gefährlich. Nein, erzählt das und jetzt wende ich mich und geht wählen. Ich wende mich vor allen Dingen an die Jungen hier auf dem Platz. Denkt an den Brexit. Denkt an Trump. Und wenn er jetzt vom 23. auf den 24., was weiß ich, wo man für eine Fete oder eine Session absolviert hat und liegt am nächsten Nachmittag um 16 Uhr, was weiß ich, wo, immer noch rum. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet. Ich kann Ihnen sagen, was meine Partei und ich tun werden bis zum 24. September 18 Uhr. Wir werden kämpfen. Ja, wir werden kämpfen. Aber, meine Damen und Herren und liebe Gäste, wir kämpfen nicht aus Selbstzweck. Wir kämpfen nicht aus Selbstzweck. Wir kämpfen auch nicht für Zahlen oder für irgendwelche Meinungsforscher oder Meinungsforschungsinstitute. Nein, wir kämpfen für unsere Überzeugungen. Wir kämpfen für unsere Prinzipien. Wir kämpfen für Sie. Für die Menschen in diesem Lande, dafür, dass es in diesem Land gerecht zugeht, dass wir eine bessere Zukunft haben für die nächste Generation, für ein starkes Europa, dass